Schon ganz früh haben mich die Geschichten interessiert. Das ist doch eigentlich Opernmusik für Kirchen. Als ich das Projekt vorschlug, alle 10 Symphonien aufzunehmen, hatte ich eigentlich gewünscht, alle aufzunehmen, außer der 5. Das ist das Größte, was geschrieben worden ist. Die 5. ist, die gehört irgendwo den Brucknerianern. Es ist irgendwo eine Symphonie in einer Kathedrale ohne Dach. Oben die ersten Geigen, das ist einfach in eisigen Höhen, wo die Töne sich da abspielen. Dann unten die Kontrabässe haben Sprünge zu machen, wie sonst vorher und nachher nie mehr gefordert worden ist. Monster. Ja. Das sind Monster-Sinfonien. Also nicht starr bleiben. Mit Herrn Venzago ist es wunderbar. Es ist ein Genuss, mit ihm zu arbeiten. Er hat so eine klare Vorstellung von dem, was er möchte. Eine Klosterfrau. Die Düsseldorfer sind ein wahnsinnig lebendiges Orchester. Er kommt nicht mit der festgefahrenen Interpretation, sondern schaut auch, was passiert zum Beispiel hier in dem Raum. Also ich höre sowieso nichts, was zu ist. Er ist sehr radikal in seinen Vorstellungen, was er möchte. Er geht bis in die Extreme. Und das ist für uns sehr gut. Nun, man muss alles auspacken, was man so in sein Archiv hat. Habe ich mich abgewendet von dem, was ich in meinem Schrank habe an Tradition und gesagt, geh den eigenen Weg. Ich finde, es ist wie so eine Patina, die da abbröckelt von Bruckner. Das ist Opernmusik, die den Heiligen Geist und Gott Vater und die Heilige Maria und die Verdammnis und das Purgatorium, die Vorhölle und das Fegefeuer zum Thema hat. Und diese Abstürze immer wieder, das sind Höllenstürze. Und deswegen, glaube ich, kann man das auch immer wieder ganz unzimperlich angehen. Da ist nicht immer Weihrauch. Es gibt eigentlich nur ein Thema. Und das muss man sich mal vorstellen. So viel Musik basiert auf einer einzigen Idee. Ich würde sie eigentlich charakterisieren, sie kommt direkt aus dem Dornbusch von Moses. Da wurde mir dann klar, wie Venzago arbeitet, wie er wirklich diese Fuge auseinandergenommen hat, in einer Form, als wenn ein Streichquartett da vor ihm säße. Ich finde, dass das unglaublich sinnliche Musik ist. Dieses Riesenorchester immer wieder, wenn das seinen Klang entfaltet,